Kinders und willkommen zurück hier wieder auf der nordfriesischen Marsch. Und ja, wie ihr seht, habe ich wie versprochen, einen kompletten Tag vorgespult, so dass unsere Felder endlich reif sind und wir auf unseren eigenen Feldern mal weiter mit der Ernte machen können. Und das werden wir auch gleich angehen. Wir gehen erstmal rüber auf Feld Nummer 2. Werden da ernten. Ich glaube, da haben wir hier so, wenn ich das richtig sehe, drauf gemacht. Boah, dann müssen wir gucken, wie es unseren Schweinen geht, weil die werden jetzt in dem letzten Tag hier auch ganz schön was weggefressen haben. Das heißt, da müssen wir gucken, dass wir nochmal Schweinefutter kaufen werden. Was aber ein Vorteil ist, wir haben, wenn man sich den Kontostand anguckt, 170.000 Euro nochmal von der BGA an Einnahmen bekommen. Deswegen sieht das da im Moment relativ gut aus. Also da haben wir auch Ding. Wir müssen dann auch selbst wieder unsere beiden Wiesen mähen. Da müssen wir also auch ran gleich. Also es gibt einiges zu tun heute. So, jetzt machen wir erstmal den hier startklar. So, das ist Feld Nummer 2. Dreschen mit 13,50 Meter. Ja, das passt. So, ich vermute mal, dass wir hier, hoffe ich, doch mal Stroh bekommen. Ich habe keine Ahnung, ob man von dem Zeug hier jetzt was bekommt oder nicht. Werden wir ja gleich sehen. Auf jeden Fall ist es mal hier. Das wird schon mal angenommen. Das ist gut. Einstellen. Also der hat noch den... sollte auch auf Feldarbeit gehen. So, mach mal schön jetzt deine Arbeit hier. Und ja, es kommt Stroh. Wunderbar, wunderbar. So, dann brauchen wir aber den hier gleich noch. Den schicken wir auch zum Mähen auf die Wiesen, auf die beiden. Das ist die Wiese 21. Wiese 21. Big M, ja. Und wir starten dann gleich am ersten Wegpunkt. Der ist irgendwo da hinten. So, lassen wir den mal loslegen. So, ach, guck mal, hier haben wir... Der steht noch da oben bei der 24, aber den könnten wir... Wieso sagt er jetzt, M25 hat Wartepunkt erreicht? Was habe ich da? Habe ich da auch vergessen? Ich habe wieder nicht den Feldarbeitsmodus anzuschalten. So, aber hier haben wir doch einen Kurs von der 24 zum Hof. Guck mal, wie 24 zum Hof. Dann machen wir doch das einmal so. Wo geht der los? Ja, hier, wunderbar. Komm, einstellen. Am letzten Wegpunkt warten. Da habe ich jetzt Feldarbeit an, oder was? Oh, Jung, komm. So. Der muss dann auch noch wieder zurück. Der steht hier noch beim Futtermischwerk. Kriegen wir ja noch, da kommen wir rum. So, ja. Spanngurte schon mal weg, den können wir eigentlich auch relativ nah bei der Wiese schon mal stehen lassen, weil wir den ja eh da brauchen werden.
Aber wieso drischt der Drescher nicht weiter? Was ist da los? Wieso hat der nur 1073 Liter drinne? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, dann lassen wir den mal hier stehen und dann gucken wir mal. Der steht hier, der steht da. Was machst du denn hier wieder? Wieso, Junge? Das ist doch erntereif. Wenn ich selbst mache, geht's doch auch. Was ist denn jetzt das wieder? Muss man jetzt wieder nicht kapieren. Gut, dann muss man den Rest dann halt nochmal machen. Ist aber auch ja nicht so schwierig. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ne, den nicht. Ja, du fährst hier mit sehr langsamer Geschwindigkeit. Komm, du darfst schneller fahren. So, der steht hier. Dann, ey, warte mal. Wenn wir schon hier sind, können wir auch gleich mal das restliche Wasser auskippen. Ja. Wir hatten doch, ach, da ist auch Dreck, da müssen wir auch mal sauber machen, sehe ich gerade, ja. Aber erstmal müssen wir dem Drescher mit der Hirse einen Abfahrer spendieren. So, da brauchen wir einmal unseren großen Anhänger hier. Der bekommt dann hier Abfahrer. Feld 2. Und los geht's. So, ich brauche dann wohl da unten zum Saubermachen irgendwas mit Frontlader. Der hat einen Frontlader an, aber haben wir eigentlich schon einen Frontlader? Weiß ich gar nicht. Ich meine eigentlich nicht. Ne, dann müssen wir, glaube ich, mal was kaufen. Und zwar einen Frontlader. Dann nehmen wir den großen. Ja, den lassen wir einfach in schwarz, so wie er ist. Und dazu brauchen wir eine Schaufel. Gabelzange. Dunggabel. Die hat 750, die hat 710 Liter. Die Schaufel hat 940. Dann nehmen wir doch eine Schaufel. So, dann fahren wir nämlich einmal rüber zum Shop. Da müssten wir, glaube ich, sogar noch Schweinefutter stehen haben. Da haben wir ja letztes Mal nicht alles weggeholt. Dann können wir da gleich den Frontlader mitnehmen, dann füttern wir einmal die Schweine. Ein bisschen nachher, gut, der steht da erstmal, der kann auch erstmal stehen bleiben. So, auf jeden Fall ist der Drescher wohl jetzt am Arbeiten, er hat 95% drinnen. Wo ist er denn? Das Gerät muss entladen werden. Der Abfahrer müsste aber eigentlich unterwegs sein, mein Junge. So, dann erstmal den. Ne, machen wir erstmal die Dinger hier leer. Weil wir haben ja hier jetzt 5. Stehen. Das heißt, wir könnten noch mal 3 nachkaufen, dann hätten wir noch mal 8000. So.
einmal, zweimal, dreimal. Welcher will der nächste sein? Da haben wir 6000 Liter und dann kommen noch die beiden. Dann ist nämlich das Anhängerchen hier voll und ja, dann können wir richtig loslegen. Sonst während der auffüllt. Machen wir mal hier kurz den Frontlader dran. Ach, der lädt gar nicht weiter auf. Ja gut, dann machen wir den Rest gleich. Ist auch kein Problem. Ups. So, einmal das Ding dran, die Schaufel mit dran. Einmal ein bisschen hoch. Ah ja, der Drescher wurde entladen und drischt weiter. Sehr gut. So, 8000 Liter sind drin. Dann geht das ab zu den Schweinen. Oh oh, das gefällt mir jetzt aber nicht, wenn der Drescher und der Abfahrer durchdrehende Reifen haben. So, dann müssen wir hier mal manuell eingreifen. Ah. So, was machst du da jetzt, mein Freund? Mähdrescher? Hallo? Hallo? Wo willst du hin? Nein? Du machst schon wieder Sachen, die du nicht machen sollst. Aber wir können den jetzt eigentlich noch mal am Anfang da einsetzen, dann kann er gleich noch mal diese eine Bahn, die er vorhin dann nicht wirklich richtig gedroschen hat, machen. Das sagen wir einfach, starte am ersten Wegpunkt und dann mach mal. Und wir können hier weitermachen. Und guck mal, der Big M rast da über die Wiese. So, da machen wir mal. Drescher ist am Fahren, das sieht ganz gut aus. Das Gute ist ja, dass wir da eben dann auch Stroh bekommen, das wir dann gleich auch zu den Schweinen bringen können. Na, ihr Kleinen, geht's euch gut? So, einmal abkippen. So, lassen wir uns da mal gucken. Ne? Gut, Stroh ist wenig. Ja, es sieht halt nicht nach viel aus. Und gut, die Sauberkeit, da kümmern wir uns gleich drum. Wieso klappst du jetzt nicht ein? Ach doch, macht er. So. Einmal sauber machen. Den runter. Ach, das ist hier dann auch Schweinefutter. Gut. Jetzt ist die Frage, kann ich das hier einfach hinkippen und das wird dann genommen? Ja, das sieht so aus.
zwar ein bisschen merkwürdig, aber naja, egal. So, dann ist auf jeden Fall die Sauberkeit hier mal gegeben. Und wir können eigentlich mit dem hier den Ladewagen uns gleich mal schnappen. Und vielleicht schon mal die ersten paar Liter Stroh einsammeln. Da steht das gute Stück. So, den einmal hoch, damit wir freie Sicht nach vorne haben. Bin ich ja mal gespannt, ob der jetzt da gedroschen hat, wo er vorhin das vergessen hat, beziehungsweise nicht. Warum? Aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Nee, wieder nicht. Guck mal, der hat wieder nur hier. Was ist das denn schon wieder? Gut, dann müssen wir halt die Reste dann nachher selbst machen. Wir lassen auf jeden Fall den Drescher jetzt erstmal weiterfahren und hoffen, dass er überall die Arbeit so verrichtet, wie er sie verrichten sollte zumindest. Ja, und hier wachsen Büsche auf dem Feldweg. Irgendwo hier unten habe ich ihn ja dann wieder angesetzt, aber jetzt, das ist na klar wieder blöde. Dann lass uns mal hier kurz vorbeiziehen. Und dann machen wir hier die Bahn nach oben. So, dass wir zumindest mal noch ordentlich jetzt das Stroh gleich bei unseren Schweinen reinhauen können. Beziehungsweise das werden wir wohl erst dann morgen schaffen, weil wir schon wieder relativ nah am Ende für heute sind. So, auf jeden Fall ist der erstmal voll. Dann stellen wir den mal hier auf die Seite. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn sonst noch. Der ist am Fahren. Den entlassen wir mal und bringen den auch schon mal Richtung Wiese. So, der steht hier. Das ist der Abfahrer, der hat hier... Na gut, der ist jetzt aktuell nicht eingestellt, das heißt, den stellen wir mal ein bisschen weiter vor. Und warten dann, bis der Drescher da ist, dann können wir den das nächste Mal seinen Arbeitsauftrag wieder erteilen. Ja, der steht hier rum, der arbeitet. Ja, passt alles. Dann würde ich sagen, machen wir Feierabend für den Moment. Morgen dann um 15 Uhr geht's weiter hier. Schaltet wieder ein und ja, wir sehen uns. Bis dann.